Die Urlaubszeit steht vor der Tür. Meistens ist jetzt schon alles gebucht, der Urlaub eingereicht. Die Kinder haben bald Ferien. Aber was ist mit dem Hund? Der fliegt in der Regel nicht mit um die weite Welt. Er könnte aber in dieser Zeit in ein Hundeferiencamp. Aber bevor Sie Bello das schon beibringen, haben wir erst mal einen Tag reingeschnuppert in so ein Domizil in Halle. Einst Saunalandschaft in Halle-Neustadt, heutzutage Hundekindergarten. Neugierig wie kleine Kinder strömt die Hundemeute jedem Neuzugang entgegen. Verblüffend entspannt. Auch Hundesitter Saltan Gindulin scheint die Ruhe wegzuhaben. Wie funktioniert das so friedlich? Genau dafür haben wir auch immer den Probetermin und Probetage, wo wir gucken, wie verhält sich Hund mit Halter oder auch ohne. Und ich selber bin ja Problemhundeberater und wir haben auch im Trainerteam da Expertise, wo wir dann einfach am Hund arbeiten müssen mit den Kunden zusammen oder dem Hund halt die Chance geben, hier anzukommen. Anzukommen wie Mops Buddy. Herrchen Christian Tengel will eine Woche nach Mallorca ohne Hund. Der Vierbeiner hatte sich beim Probetermin in der Tagesbetreuung pudelwohl gefühlt. Vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass die Leute hier gut sind. Er scheint uns nicht vermisst zu haben. Wir hatten im letzten Jahr im August ihn das erste Mal hier gelassen. Und er hat uns zwar erkannt, aber es hat den Anschein gemacht, als wenn er gerne noch hier geblieben wäre. Hunde lernen, dass ihr Herrchen sie ja wieder abholt. Und die Neugier, mit anderen Fellnasen was zu erleben, ist groß. Jeder Hund bekommt das Futter, was er von zu Hause auch kennt. 12 Mitarbeiter kümmern sich abwechselnd rund um die Uhr nicht nur um Sauberkeit, sondern vor allem auch um Zuneigung. Es gibt besonders ängstliche Hunde, die kriegen dann erstmal nur 2, 3 Hunde zur Seite gestellt, dass sie eben nicht überfordert sind. Und da versuchen wir schon, dass wir für jeden Hund da das passende Programm finden. Regelmäßig geht es Gassi und auf die per Auto in 10 Minuten erreichbaren Spielwiesen. Und was ist, wenn es doch mal einem Hund nicht gut gehen sollte? Auch beim Proben kann sich mal ein Hund irgendwo verletzen, bleibt hängen. Aber dafür haben wir alle einen Erste-Hilfe-Kurs, ein tolles Veterinärmediziner-Netzwerk und versuchen natürlich auch dann, das professionell zu lösen. Tierarztbesuche bleiben den meisten Hunden zum Glück erspart. Auch Dogge Carly. Sie war nun eine Woche hier. Heute kommt Frauchen zurück. Wie man sieht, braucht sich kein Halter Sorgen zu machen, dass ihn sein Hund vergessen haben könnte. Eine ganze Woche Urlaub, das ist ganz schön lange ohne Carly. Ich hatte große Herzklopfen, weil so ein bisschen ist es auch wie mein großes Baby. Es ist einfach so. Aber ja, wir wissen ja, er ist hier in guten Händen. Die Rund-um-die-Uhr-Betreuung kostet rund 30 Euro. Wie im Ferienlager entstehen dabei natürlich auch Freundschaften. Übrigens, darf der Hund zu Hause im Bett schlafen, darf er das auch hier. Haltern werden auf Wunsch sogar Handyfotos zugeschickt. Oder der Hund erhält eine SMS vom Herrchen. Lieber Buddy, wir vermissen dich jetzt schon sehr. Aber wir wissen, du hast einen schönen Urlaub bei Conny und Salle. Wir wünschen dir eine gute Nacht und schöne Träume. In Liebe, deine Hundeeltern. So, wir werden jetzt sportlich. Sie sind die